Jetzt wird es spannend, wie immer auf Garten schauen. Denn die 12 besten Landschaftsgärtner-Azubis aus Baden-Württemberg sind zusammengekommen. In 7 Stunden müssen sie in 2er-Teams eine vorgegebene Fläche vermessen, bebauen und bepflanzen. Da ist volle Konzentration und Können gefragt. Am Eröffnungstag der Landesgartenschau hier in Öhringen führen wir unseren Landschaftsgärtner-Cup durch. Da treten die 6 besten Teams der Landschaftsgärtner-Azubis an aus Baden-Württemberg. Die versuchen hier jetzt den ganzen Tag lang nach Plan einen kleinen Garten zu bauen. Und die Sieger des Wettbewerbs dürfen dann im September auf die Gala bauen nach Nürnberg zu den deutschen Meisterschaften. Und das sind die Teams Nicole und Timo, Anna und Paul, Julian und Vincent, Vera und Leon, Caroline und Patrick und zu guter Letzt Erik und Max. Den Sieg hier wollen sie alle, gewinnen aber kann nur ein einziges Team. Welches es ist, wird am Abend feststehen. Da muss man schon richtig gut zusammenarbeiten. Ich bin Sarah Kleiner. Ich habe selber schon hier mitgemacht. Ich kann mit den Teams mitfühlen, wie sie sich wahrscheinlich gerade fühlen. Bei mir damals mega aufgeregt. Ich wusste gar nicht, wohin. Es ging so eine halbe Stunde, dann wurden die Nerven wieder besser. Der Landschaftsgärtner muss zum einen mit Natursteinen arbeiten können. Er muss vermessen können, also Grundkenntnisse in Mathematik haben. Er muss Trockenmauer erstellen. Er muss mit Holzbeläge arbeiten. Also hier vereinen sich wirklich verschiedene Berufsfelder. Vom Steinmetz über den Schreiner bis hin zum Gärtner. Es gibt jedes Jahr eine gleiche Fläche und die Fläche in Baden-Württemberg oder bei den baden-württembergischen Meisterschaften ist immer 3x3 Meter. Die Idee war, dass es einfach eine Sitzfläche wird für die Menschen, die dann auf die Gartenschau kommen, weil dieser Wettbewerb praktisch ein halbes Jahr bestehen bleibt. Ihr ganzes landschaftsgärtnerisches Know-how ist hier gefragt. Und das alles unter den fachkundigen Blicken einer durchaus kritischen, 6-köpfigen Jury. Das Schöne an unserem Beruf ist ganz einfach, dass wir, ich würde sagen, den vielfältigsten Beruf haben überhaupt. Man arbeitet mit vielen verschiedenen Materialien, hat es mit den Leuten zu tun, mit den Kunden zu tun. Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Präzision unter Zeitdruck, das ist die größte Herausforderung für die Teams. Nur wenn sie genau, geschickt und kreativ sind, können sie diese Aufgabe auch lösen. So, und hier befinden wir uns noch bei meinem Favoriten-Team, weil hier der Paul. Er ist einer von meinen Azubis aus unserem Betrieb. Ja, hallo Paul. Hallo, wie fühlst du dich hier dabei? Aufregung hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Okay. Und jetzt die Konzentration fängt an. Was machst du gerade? Wie weit bist du? Die Pflasterzeile. Mhm. Die ist jetzt auch schon fast fertig. Und jetzt fange ich dann gleich mit Mosaikpflaster an. Dann halte ich dich nicht weiter auf. Viel Spaß noch und ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Naturstein ist tückisch. Der kann leicht zerspringen. Und auch beim Pflastern des Mosaiks muss jeder Stein genau sitzen. Bedingungen wie im wahren Berufsleben. Ja, das ist ein wirklich sehr, sehr toller Job. Man hat den schönsten Beruf der Welt. Man ist an der frischen Luft. Man arbeitet körperlich, also man kann sich das Fitnessstudio sparen, man bleibt topfit und man sieht abends, was man gemacht hat. Das finde ich ganz, ganz schön. Und jeder macht alles. Nichts ist zu schwer. Ob Mann oder Frau, nur zusammen ist man stark. Teamwork wird unter den Landschaftsgärtnern großgeschrieben. Die Teamgärten nehmen langsam Gestalt an. Die Zeit allerdings vergeht schnell. Alle Teams versuchen nochmals das Letzte zu reißen. Es liegt jetzt wirklich nur noch in der Hand von der Jury, zum Entscheiden, wer wirklich den ersten Platz belegt. Ich drücke allen Teams die Daumen und wünsche wirklich nur sehr viel Glück. Der letzte Akt, die Pflanzung. Hektik kommt auf, nur noch wenige Minuten bleiben. Der Minigarten, gerade ist er noch fertig geworden, bevor gleich der Abpfiff ertönt. Die Jury vergibt ihre letzten Punkte. Werkzeug bitte weg. Danke. Puh, geschafft. Die Anspannung löst sich sichtlich. Alle haben das Ziel erreicht. Schön geworden ist es auch. Gelernt ist halt gelernt. Nun heißt es abwarten und hoffen. Ja, wir sind eigentlich zufrieden. Alles gut klappt. Wir sind fertig geworden. Das Wichtigste. Schauen wir mal, was rauskommt. Also wir hätten gerne noch eine Stunde länger gehabt, aber ja. Dann müssten wir jetzt auch nicht so schnaufen. Schauen wir mal, jetzt liegt es nicht mehr in unserer Hand. Ich denke, wir haben unser Bestes gegeben, auf jeden Fall. Ja.
Sie haben ihr Bestes gegeben und waren damit auch die Besten. Caroline und Patrick sind die Gewinner des Landschaftsgärtner Cups Baden-Württemberg 2016. Geil. Ja, so richtig glauben kann ich nicht. Ja. Es dauert doch noch, bis wir das realisieren, dass wir es wirklich geschafft haben. Ich hatte schon ein gutes Gefühl. Aber Gefühl war gut, genau. Weil ich bin schon ziemlich fertig. Ja. Viel mit Feiern ist heute noch nicht. Das machen wir dann morgen. Es war einfach wunderbar. Ein wunderschöner Tag. Ich bin unglaublich stolz auf das, was die jungen Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner heute geleistet haben. In so einer kurzen Zeit so einen tollen kleinen Garten zu bauen, das finde ich einfach nur genial.